Hallo liebe Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig und wir haben eine neue tägliche Herausforderung, spiele einen beliebigen Helden. Und wie es die Überschrift schon sagt, ich habe mir das DLC Outer Rim zugelegt. Für alle, die sich jetzt fragen, wieso, weshalb, warum? Nun doch, folgendes, und zwar dadurch, dass jetzt ja die Mittwochsfolge ausfällt, werde ich auf Wunsch dessen, dass viele sich mehr gewünscht haben von Star Wars, H1Z1 und, werde ich das jetzt erstmal so handhaben, dass jetzt immer abwechselnd quasi H1Z1, Star Wars, H1Z1, Star Wars kommt und sonntags dann immer mal noch, ja, halt was, worauf ich lustig bin, worauf ich Lust habe. Und wir suchen ja schon mal nebenbei ein Heldenspiel, damit wir das gleich mal machen. Also es wird jetzt mehr Star Wars und mehr H1Z1 geben und eventuell, wenn ich denn was Neues habe, werde ich sehen, ob ich das dann wieder in den alten Rhythmus mache, quasi halt alle 3 Tage, oder ob ich das bei 2 Tagen lasse und eventuell sogar an einem Tag 2 Folgen dann bringe von 2 verschiedenen Spielen, werde ich sehen. Ich muss auch gucken, wie ich das zeitlich alles gebacken bekomme, sage ich mal, aber... Solange wie mir jetzt noch nicht irgendwie nach einem neuen Spiel ist, ich habe jetzt lange überlegt, was könnte man spielen, was könnte man machen. Es war jetzt irgendwie nicht so ein Spiel dabei, wo ich jetzt sage, ja, das muss jetzt unbedingt spielen. Deswegen habe ich gesagt, spielst jetzt einfach die Spiele, die du eh schon spielst, einfach ein bisschen mehr. Hast du mehr Zeit dafür, kommst auch ein bisschen weiter voran. Ist mir eigentlich ganz lieb so. Und Helden vs. Schurken, oh nein. Du bist auf der richtigen Seite. Oh, oh, oh. Muss ja mal kurz reinfinden hier. Was wollte ich gerade erzählen? Ja. Ich bin raus. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich erzählen würde. Achso, ja, doch. Wir haben jetzt. Die Rebellen haben einen unserer Helden eliminiert. Wir haben jetzt mehr Zeit für das hier. Ah, okay. Ich sollte mich ein bisschen konzentrieren. Wie kann das sein, dass die gewinnen? Was? Dass ich das noch erlebe? Okay, erste Runde. Ach, schon die 2. Runde? Oh Gott. Okay. Obwohl, ich glaube, der Imperator wäre sogar noch cooler gewesen. Ja, geht er gut los. Gleich im ersten Spiel, Darth Vader. Ja, tägliche Herausforderung ist damit schon abgeschlossen. Ich erledige das. Haben wir das schon mal erledigt? Okay. Weiter was? Wir mal ein paar Leute, oder? Da? Okay, der ist down. 2 Helden haben wir noch. Okay, wir haben noch eine Menge Leben. Okay, wir sind relativ safe. Aber... Okay, den haben wir. Ist noch jemand? Okay, wir müssen unbedingt die beiden Helden finden, dass wir die noch umbringen können. Noch ein Schurke außer uns da, aber... Da, jetzt holen wir uns. Obi-Wan hat dich belogen. Der läuft weg, der feige Hund.
Er hat auch nicht mehr so viel Leben. Andererseits, wenn er wegläuft, kann er sich nicht aufs Kämpfen konzentrieren. Okay, ich weiß jetzt nicht, ist er geradeaus weitergelaufen, oder? Wo ist er denn? Ja? Ist einer von uns? Okay. Ich bin der Letzte. Und Luke ist noch da. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Wo ist Luke? Okay, wir müssen unbedingt Luke finden. Und nein! Oh, jetzt hätten wir einen... Verdammt! Wir hätten auf jeden Fall mehr Leben. Wir hätten ihn jetzt bestimmt noch bekommen. Schade. Ah, verdammt, war das knapp. Okay, jetzt sind wir wieder Sturmtruppler. Krass. Also ich meine, die laufen nur weg, aber irgendwie funktioniert's. Aber müssen wir mal schauen. Irgendwas kriegen wir schon noch hin. Das lädt ziemlich lange. Ah, jetzt. So. Beschützt unsere hochrangigen Einheiten, koste es, was es wolle. Alles klar, machen wir das. Auftrag ist erkannt und bekannt. Also bekannt und erkannt. Und der Reihenfolge. Feuer einstellen. Stell nur dein Feuer ein. Nein! Kann mal einer Luke töten? Kann ich anscheinend nicht schießen. Halt. Oder. Ah, verdammt. Was sind denn das für. Alter, was ist denn mit denen los? Wie können die so schnell sterben? Ich meine, gerade Imperator oder. Ich meine, gerade Darth Vader, der ja nur wirklich alles abwehren kann mit seinem Schwert. Kann man denn da so schnell verrecken? Nein! Verdammt, der war fast tot. Also viel Leben hat der andere nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Hier der komische Froschkopf da. Ein Feind weniger. Holt euch jetzt. Okay, nice. Der ist, ah, okay, verdammt, zu spät. Sie haben alle unsere Helden vernichtet. Irgendwie eine sehr komische Runde. Sehr, sehr komisch. Müsste man mal abwarten, vielleicht, falls wir bei den Helden sind. Was? Wieso kann ich die nicht nehmen? Was? Ah. Ich hätte das Spiel nochmal neu starten müssen. Okay. Auto-Rim dann beim nächsten Mal. Scheiße. Ich habe vergessen, das Spiel neu zu starten, nachdem ich das Update installiert hatte. Ja, peinlich. Ja, und bei euch so? Läuft? Ach, Mann. Okay, er hat uns ziemlich viel Leben abgezogen, das ist krass. Zerstört die anderen!
muss sagen, die haben eine ziemlich krasse Reichweite, die Blitze von ihnen. Also damit habe ich nicht gerechnet. Hi. Okay, wir haben nicht mehr viel Leben, wir sollten hier nicht so rumrennen. Ich meine, Darth Vader kann immerhin alles abwehren, wir nicht. Nur deine verbrannte Hülle wird übrig bleiben. Was? Ich schon wieder Letzte? Seid ihr alle bescheuert? Was machen denn die? Wie kann man denn so schnell sterben? Ist doch nicht normal. Mann. Okay, jetzt sind wir wieder Sturmtruppler. Ist das jetzt immer abwechselnd oder was? Eine Runde Sturmtruppler, eine schon Runde Held, eine nicht. Müssen wir mal schauen. Okay, aber als Sturmtruppler müssen wir mal gucken. Also, das ist ja echt Wahnsinn, wie schnell die alle sterben. Okay, jetzt ist die alte Truppe, Luke, Han, die Prinzessin. Tut alles, was nötig ist, um eure Vorgesetzten zu beschützen, Sturmtruppen. Okay. Schauen wir mal, was wir jetzt anrichten können. Mit Boba. Also eigentlich, ich habe keine Ahnung, wie wir es machen. Er sollte aber vielleicht nicht so vorrennen gegen Luke. Vielleicht auch nicht so clever. Nein, ja. Das wiederum war clever. Okay. Und los, lauf! Okay, wir müssen hier hoch. Ja, der eine von uns ist auch schon wieder fast tot, wenn ich das richtig erkannt habe gerade. Volltreffer, ein Problem weniger. Weiter so. Okay, den sollten wir jetzt kriegen. Die Runde geht an uns. Nein! Oh. Okay, die Runde sollte trotzdem an uns gehen. Ich hoffe, dass die jetzt nicht noch kalt machen. Was ist das? Hallo? Okay. Schön, dass es da ist, aber man kann damit nichts machen. Ich scanne mal. Oh Mann, das wird ja doch noch ziemlich knapp. Wie war noch das jetzt? Nein, da haben die nicht. Das haben die nicht gemacht. Wir haben das echt noch verloren. Ach komm schon, Jungs. Hm. Ziemlich krasses Team. Ich meine, okay, wir waren einer weniger, aber das jetzt als Ausrede zu nehmen, ist ziemlich schwach. Okay. Wir werden noch eine Runde spielen. Ja, wir spielen noch eine Runde. Ich hoffe, die Teams waren noch mal ein bisschen ausgeglichen, dass wir wenigstens hier so ein bisschen Ausgleich haben, was die Skills angeht. 2-9 ist jetzt natürlich auch nicht so lobenswert. Aber ich denke mal, da können wir jetzt in der nächsten Runde kriegen wir da was Besseres auf die Reihe. Bin am Anfang noch ziemlich schwer reingekommen, durch das Quatsch, weil ich euch noch ein bisschen erzählen wollte. War ich überhaupt fertig mit erzählen? Habe ich überhaupt alles erzählt? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das jetzt noch einfach stehen. Ja, also was so schon mal zu, was wird es noch Neues geben? Es wird auf jeden Fall noch Neues geben, Battleborn. Wenn das denn endlich fertig ist. Also ich habe jetzt hier Open Beta gespielt, habe es damals schon auf der DreamHack gezockt. Macht mega Laune. Und das werde ich auch höchstwahrscheinlich dann hier das ein oder andere Mal let's playen. Und mal gucken, was man sonst noch machen kann. Eventuell könnte ich das ja auch so machen, dass ich halt, ja, ich muss halt auch mal gucken, ob ich das zeitlich auch schaffe. Ich will jetzt halt auch nichts versprechen, was irgendwie, ne, was ich nachher nicht erfüllen kann. Aber ich ärgere mich gerade, dass ich das Update nicht installiert habe.
dass ich halt eventuell montags halt zwei Folgen von zwei Spielen bringe und dienstags zwei, also dass halt immer innerhalb von zwei Tagen quasi vier Spiele kommen. Muss ich aber erstmal gucken, ob ich das zeitlich so hinkriege. Dann wird es auch wahrscheinlich nicht mehr so, wie ich das jetzt mal gemacht habe, halt, dass ich wirklich einen Tag vorher oder so oder sogar am selben Tag erst die Folge aufnehme, die dann auch rauskommt, damit ich halt wirklich auf alle Kommentare eingehen kann. Sondern dann wird es halt wirklich so sein, dass ich dann den einen oder anderen. Moment, ich muss mich kurz konzentrieren, sonst bin ich gleich tot. Ich bin tot. Das war richtig schlecht. Ich war überhaupt nicht bei der Sache. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich ein Held bin und laufe da rein wie so ein Wahnsinniger. Also wie gesagt, ich werde es mal probieren. Wenn ich denn halt auch die Spiele dafür gefunden habe, die ich spielen möchte. Und ja, dann werden wir sehen, was wird. Ja, das war jetzt auch eine sehr schwache Runde. Ja. Wie ist denn jetzt hier eigentlich die Aufteilung? Sind die Spieler wieder die gleichen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind direkt wieder hier. Jetzt nehmen wir Luke. Alles klar, einer von uns hat schon wieder das Spiel verlassen. Okay, so, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Alles klar, dann machen wir das. Ihr habt sie gehört. Ja. Also irgendwie läuft das gerade so gar nicht. Okay, also ich meine, wir haben immerhin. Ne, wir haben keinen von ihnen. Sie haben einen unserer Helden ja, erwischt. Also wir sind mal wieder am Arsch. Das ist ja echt schwache Vorstellung hier heute, muss ich sagen. Gebe ich zu, liebe Freunde. Gebe ich zu. Schalte ich nicht ab. Kann ich nicht abschalten. Weil es ist halt so. Okay, wir gucken trotzdem mal, was wir noch machen können. Boom! Scheiße! Ja, ganz stark. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! You can't touch this. Okay, eine Heldin haben wir aber noch. Das war der erste. Fehlen noch zwei. Oh, okay. Aber ich glaube nicht, dass unsere eine Heldin da jetzt. Also die müssen sich halt echt gut verstecken irgendwo, dass wir hier noch ein bisschen was reißen können, aber. Okay, das war's. Sie wurden alle ausgelöscht. Wir müssen uns hier mal ein bisschen was einfallen lassen, liebe Freunde. Steht schon wieder 2-0. Die waschen hier durch, das ist echt Wahnsinn. Okay, wir sind Rebellensoldat. Diesmal kein Held. Kommt mir ganz gut. Ich ärgere mich die ganze Zeit so innerlich. Ich bin die ganze Zeit ein bisschen ruhiger, falls man das mitbekommt, weil ich mich die ganze Zeit innerlich so dermaßen ärgere, dass ich das Update nicht installiert habe. So bescheuert. Da kaufe ich das Ding extra, damit ich euch etwas Cooles zeigen kann, so als Start für die endlich 3 Folgen in der Woche. Beschützt unsere ne? Kommandeure. Die Sturmtruppen werden und versuchen, sie auszuschalten. Dann starte ich einfach das Spiel nicht neu. Krass, wie ich bin. Bin ein echter Gangster. Ich habe mir ein Auto rumgekauft und habe es nicht installiert. Okay, wir haben ihm aber schon guten Schaden gemacht. Wenn wir das jetzt ein paar Mal so machen, dann sieht das gut aus. Wir müssen hoffen, dass unsere Helden ein bisschen vorsichtiger sind, als wir das immer waren. Weil sonst funktioniert das hier trotzdem nicht lange. Ist hier irgendwo jemand? Ist hier gerade jemand lang gelaufen? Probier mich mal von hinten ranzuschleichen. Wo ist er denn? Da ist er. Was? Hä?
Wo ist... Ach, da. Alter, das sieht man ja gar nicht. Krass. Sie haben einen unserer Helden eliminiert. Okay, schon mal einen schönen Schaden gemacht. Jawohl, geht zusammen drauf, macht ihn kalt. Okay, den Imperator haben wir. 2 gegen 2 ist es noch. Diesmal eine ziemlich gute Runde. Da ist er. Schleichen wir uns von hinten ran. Ja, das hat Schaden gemacht. Nein, lass mich in Ruhe. Ah. Kann man das überhaupt überleben? Ich glaube nicht, ne? Wäre auch irgendwie Quatsch. Okay. Wir sind 2, die haben nur noch einen. Wir werden es gewinnen. Ja! Wir haben es geschafft. Noch 1-2. Wir haben... Die Aufholjagd beginnt, liebe Freunde. Die Aufholjagd beginnt. Das ist noch nicht vorbei hier. 1-7. Scheiße, sind wir schlecht. Ja, komm, nehmen wir Luke. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger spielen. Wir dürfen nämlich auch nicht so reinrennen wie so ein Wahnsinniger. Wir müssen die beiden hier so ein bisschen beschützen. Quasi die Schüsse abwehren von den Sturmtrupplern und ja, ihnen quasi freie Schussbahnen ermöglichen dadurch. Alles klar. Konnichiwa. Ah, schreib mich nicht so an. Von wo? Sind die alle von hinten oder was? Ich weiß es nicht, wo sind die alle? Nein, wir sterben. Wir müssen weg. Nein. Oh, sehr knapp. Weg. Wir müssen uns ein bisschen verstecken. Wir dürfen nicht sterben. Oh, das ist knapp. Nein! Oh, dieser kleine Drecks. Credo, dieser. Blödmann. Hätte ich fast gesagt. Okay, komm, wir haben noch Zeit für Wiedergutmachung. Wir können uns noch so ein bisschen am Spiel beteiligen. Okay, dann machen wir das. Da ist er! Ah, ist egal. Wird ignoriert. Wir haben aber Schaden gemacht. Wir müssen nur hoffen, dass Han Solo sich irgendwo gut versteckt hat. Und das Ganze... Nein. Er hat es nicht geschafft. Meine Güte. Die halten aber echt viel aus, die Schurken. Muss man ihn lassen. 3-1. Wir sind aber auch ein schlechter Held, muss ich sagen. Heute ist nicht so... Heute ist nicht alle Tage. Wir sind als Rebell, glaube ich, sind wir besser. Ja, wir sind ein sehr guter Rebell. Helden stehen uns nicht so. Brauchen wir auch nicht. Wir müssen nicht so im Rampenlicht stehen. Wir räumen das Feld von hinten auf, liebe Freunde. 1-9. Ach du Scheiße. Und wisst ihr warum? Weil ich das Update nicht installiert habe. So. Haben wir das mal gesagt. Oh Mann. Ich werde auch direkt nach dieser Folge das Spiel am besten beenden, bevor ich jetzt noch eine Aufnahme mache und wieder vergesse, das Update zu installieren. Also, so als kleiner Spoiler für die nächste Folge. In der nächsten Folge, Outer Rim. Yay! Was? Wie geht das denn? Könnt mich nicht mal sehen. Verdammt! Was denn jetzt? Schon wieder noch tot.
gibt keine Verteidigung gegen die dunkle Seite. Ist in Ordnung. Johnny Tripper. Johnny the Ripper. Ja, schon wieder 3-1. Geschafft, das war's. Nehmt euch jetzt die nächsten. Okay. Ja. Das war unser letzter Held. Es ist vorbei. Das gegnerische Team ist einfach echt überkrass. Also ich muss Respekt. Das sind echt gute Leute. Schnellfeuer. Boah, nehmen wir Hahn. Aua, Hahn. Umgebungsbombe. Verbessertes Geschütz. Schnelle Impuls. Nicht schlecht. Coole Features hat er auf jeden Fall. Ich hätte ihn gerne mal gespielt. Vielleicht können wir ja beim nächsten Mal dann, also in der nächsten Folge, wenn ich das Update installiert habe. Vielleicht können wir ja dann nochmal hier irgendwas spielen. In der Richtung. Was? Habe ich leer? Wieso? Ich habe doch ein Solo in dem. Hä? Okay. Ich frage mich weiter nach. Vielleicht können wir dann beim nächsten Mal halt nochmal irgendwas mit Helden spielen, einfach damit ich euch dann nochmal zeige, ja, wie die anderen Helden so sind. Was? Wer hat denn jetzt so viel Schaden gemacht? Okay, aber der blaue Typ, den haben wir mitgenommen. Also es war jetzt quasi ein fairer Tausch, 1-1. Das ist in Ordnung, aber trotzdem, Alter. Okay, wir haben einen Orbitalangriff, damit können wir nochmal ein bisschen Schaden machen. Wir müssen nur herausfinden, wo er ist. Der gute Herr Imperator. Da ist er. Und ab damit. Okay, der Imperator ist natürlich rausgelaufen aus der Zone, aber wir haben einige Kills dadurch geholt. Ja, 3, toll. Okay. Wo ist er? Der gute Imperator. Der Imperatorio. Hä? War da nicht gerade jemand? Okay, der ist tot, das ist aber nicht der Imperator. Ah, verdammt! Ah ne, 5-1. Das Spiel ist vorbei. Oder? Ja, es ist vorbei. 5-1. Schade. Okay, ja. Also, schön, wie ich euch die neuen Helden zeigen konnte. Hat sehr gut funktioniert. Aber dafür ist die Vorfreude natürlich fürs nächste Mal viel, viel größer. Und ihr werdet definitiv beim nächsten Mal einschalten. Das war eigentlich nur der Plan. Ja, tut mir leid, dass ich das mit dem Update vergessen habe. Ist mir... Alter, ist das peinlich. Na gut. War trotzdem eine lustige Folge. Danke fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Falls ihr Freunde habt, die diese Spiele ebenfalls cool finden wie ihr, empfehlt ihnen nochmal, dass sie dann nochmal vorbeischauen können. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Und bis dahin, ciao.